Hallo und guten Morgen zu deinem Portaltagsorakel, Neumondsorakel, Sonnenfinsternisorakel. Es ist hier wieder mal unglaublich viel Energie im Raum. Und ja, ich finde, wenn ich so in das kollektive Feld reinspüre, es ist sehr viel Bewegung da, es ist sehr viel Update-Energie da für uns alle, die wir nehmen können, um ja einen nächsten Schritt vorwärts zu machen, insbesondere auch was unsere eigenen Schatten anbelangt, gerade auch mit den Energien der Sonnenfinsternis, des Neumondes, lädt das natürlich sehr dazu ein, die eigenen Schattenanteile anzuschauen, wenn es uns gelingt, diese zu erkennen und dann natürlich auch in die Transformation zu führen. Ich habe heute für mich dazu passend den Tod gezogen und ja, ich bin wieder mal so im schönen Stirb und Werde und habe mich gerade wieder mal selbst zersetzt, wie als kleine Raupe und im Sarg eingebunkert. Und ja, mal schauen, was daraus entstehen soll, denn die zweite Karte war hier die 10 der Münzen. Also seien wir gespannt. Und auf der Unterseite den Ritter der Stäbe, voller Leidenschaft, voller Energie. Und mal schauen, wie der Tag so wird. Ja, du kannst hier für dich dein Auswahlorakel treffen. Du kannst natürlich auch sehr gerne beide Orakel anschauen. Ich ziehe dann noch eine Tarotkarte für dich und lass uns einfach schauen, was hier zu dir kommen möchte, was sich hier für dich zeigen will. Ich beginne mit links. Oh, die Familie. Meine innige Verbundenheit mit meinen Liebsten dehnt sich weit über alle Grenzen hinaus aus und verbindet alle Wesen in allen Welten wie eine Familie. Ja, ich sehe, dass es hier um Verbindung geht. Ich sehe, dass es hier um tiefe Heilung auch geht, von Familienangelegenheiten, von Situationen, die wirklich in ein Update gehoben werden wollen. Das ist momentan auch wirklich ganz ein großes Energiefeld, welches für viele Familien zur Verfügung steht im Moment, wo Heilungsarbeit geschehen darf, wo sich ganz viele familiäre Muster, Blockaden lösen dürfen und wo man sich auf einer neuen Ebene, auf einer geläuterten und auch transformierten Ebene in Liebe begegnen kann und auch ein neues Zusammensein ausbilden kann, wo einfach Heilung reinkommt, wo man sich auf der Herzensebene neu verbinden kann und auch innerhalb der Familie ein Mitschöpfertum kreieren kann von völlig neuen Konzepten, von völlig neuem Zusammensein und auch was die eigenen Werte anbelangt, so wie ich es sehen kann hier mit der Familie. Und ich sehe, dass es hier auch darum geht, dass es Rollenwechsel geben kann, Rollentausch geben kann, was die Führung innerhalb der Familie anbelangt, was die Begleitung, die Heilung und aber auch die Betreuung von der Familie anbelangt. Und das sind natürlich ganz besondere und wichtige Themen, weil man sieht, dass hier auch etwas wirklich in eine Veränderung kommen möchte und weil sich ganz viele Familien, das ist ein ganz großer Wunsch bei ganz vielen Familien, wie ich das jetzt auch sehen kann im Kollektiv, wenn ich in diesem Energiefeld bin, so notdürftig den Drang haben, und das ist vielen vielleicht gar nicht so bewusst, aber wirklich notdürftig den Drang haben, sich zu erlösen von ihren familiären Mustern und Prägungen, von dem, was sie geprägt hat in der Vergangenheit, über ihr inneres Kind auch, und dass diese Heilung wirklich zum Platzen reif ist und das platzt dann auch hervor und da braucht es auch gar nicht so viel und dann quellt das alles nach außen, um eben in die Transformation abgegeben werden zu können und das ist super, super gut und wow, was dann hier entsteht, ist dann wirklich hier diese Karte hier. Hier sehe ich so wie eine Brücke. Und hier sehe ich, da ist eigentlich ganz viel Wasserenergie vorhanden, viel Gefühl, viele eingefrorene, eisige Gefühle, die lange Zeit zurückgehalten waren, die keinen Platz gefunden hatten innerhalb der Familie, um angeschaut zu werden, um angenommen zu werden, um dem Raum zu geben. Ja, denn das trennt irgendwie auch ein bisschen von diesem hinteren Teil ab.
Das kann jetzt plötzlich nach vorne quellen und wirklich in eine Heilung und auch in ein Schmelzen dieser unterkühlten Anteile, dieser Anteile, die vielleicht in der Vergangenheit zu sehr verkopft waren, nicht im Gefühl, nicht im Mitgefühl, nicht auf der Herzensebene waren, kommen nun in die Heilung. Ich sehe, dass es hier einen neuen Ausdruck geben wird innerhalb der Familien, die einen ganz großen Wunsch haben, sich mitzuteilen, sich auszudrücken in der Kommunikation und dass auch eine starke Heilung stattfindet an den Kommunikationszentren, also am Halschakra, aber auch am Anandakanda-Chakra, was auch die Kommunikation der Gefühle anbelangt. Und das ist wunderbar. Und ich sehe hier auch, dass zum Beispiel verhärtete Fronten oder vielleicht auch Streitthemen, ja, dass es hier wieder Möglichkeiten gibt, sich anzunähern und dass es auch Möglichkeiten auf Versöhnung und auch auf Verbindung gibt. Und das ist sehr schön. Also hier kommt ganz, ganz, ganz viel in Heilung. Ja, ich glaube, ganz viele Menschen können das nicht so bewusst erkennen, wie die Heilung wirklich auch im Inneren stattfindet und auch diesen intrinsischen Wunsch, tiefe Heilung zu bekommen, sich tief lösen und erlösen zu können und ja, dadurch auch in eine Entspannung zu finden, ist hier ganz, ganz stark spürbar für mich. Und das wiederum, wenn diese alten Krusten der verhärteten familiären Strukturen, wo man sich eben nicht annähern kann, wo man nicht in einen Dialog treten kann, der wohlwollend ist, ja, der von Herzen kommt. Diese Themen werden nun wie Ketten aufgesprengt. Also sehr gut, sehr gut. Ziehe eine Karte für dich aus dem Tarot, um das noch abzurunden. Ja, es findet eine große Entspannung bei dir statt, kann ich sehen. Und auch eine Losgelöstheit daher. Und auch ein Vergeben. Ein Vergeben dem gegenüber, was war. Und über das verbunden auch eine Herzöffnung. Ja. Versöhnung, Liebe, Nächstenliebe, echte Partnerschaftsliebe, tiefe Mutter- und Vaterliebe und einfach diese innige Verbundenheit, die hier einfach auch so stark spürbar ist. Ein wunderschönes Einheitsgefühl, ja, was hier entsteht. Und es ist so wichtig, dass das hier in dir, an deiner Basis, mit all diesen Unzulänglichkeiten, die du vielleicht erlebt hast in deinem Leben als Kind, dass das dort in die Heilung gehen kann, dass deine innere Beziehung zu dir selbst heilen darf, dass du hier selbst in ein Herz öffnen kommen kannst, wo verhärtete Strukturen, unterkühlte Anteile von dir selbst, weil du dich selbst eingefroren hast in deinen Gefühlen oder einfrieren musstest, weil man eben vielleicht nicht so liebevoll mit dir umgegangen ist. Und da ist ganz wichtig, dass du ehrlich bist mit dir, denn es gibt diesen Anteil von deinem inneren Kind, welches gerne sagt, nein, das ist aber nicht so, weil es deine Eltern schützen möchte. Und das ist einerseits verständlich, aber andererseits ist es auch wichtig, hier dir nichts vorzumachen, ja? Denn du wirst es an deinen eigenen Beziehungen ablesen können. Denn es ist auch ganz klar, wenn du aus einer harmonischen Familie kommst, die dir das alles gegeben hat, wirst du natürlich logischerweise auch eine harmonische Beziehung führen können. Das zeigt sich eins zu eins in deiner Beziehung zu deinem Partner, zu deiner Partnerin und zu deinen Tieren, ja? Denn die Tiere, die sind für mich auch ein bisschen wie die Kinder. Und die sind einfach auch ein Abbild deiner eigenen Energie. Und es möchte und will hier wirklich zur Versöhnung kommen. Und aber auch, dass du dich selber liebst, dass du vergibst, dass du dir vergibst, weil du vielleicht dir etwas auch schön geredet hast oder weil du die Dinge nicht anschauen wolltest. Und aber auch, dass du anderen Menschen vergeben darfst. Im Sinne dessen und im Wissen darum, dass dein Herz in eine Öffnung kommt, dass dein Herz niedere Strukturen ins Schmelzen bringt, weil hier mehr Liebe, mehr Achtsamkeit, mehr Bewusstsein in dein Familiensystem eingespült wird und dadurch auch eine neue Harmonie, eine neue Liebe, eine neue Partnerschaftlichkeit und auch liebevolle Fürsorge dir
zuteil werden kann, aber auch anderen. Und das ist sehr, sehr schön. Und du hast es echt verdient. Und du kannst das natürlich nur in aller Klarheit erleben, wenn du selber deine inneren Themen gelöst hast. Ja, das ist ganz elementar wichtig. Die Arbeit mit dem inneren Kind, das ist ja eigentlich die Hauptarbeit von mir bei Heaven's Door. Jetzt dieses Jahr mache ich kein inneres Kind-Seminar, aber fast jedes Jahr habe ich eins gemacht. Und die Arbeit mit dem inneren Kind ist da die Basis. Und von da aus bildet sich die Beziehung aus zu deinen Eltern und zu dir selbst. Und es ist auch die Basis, damit deine Familie, also du in der Stellung innerhalb deiner Familie, in die Heilung kommen könnt, ja? Und dass ihr es gut haben dürft, dass es euch gut gehen darf und dass du auch darauf vertrauen darfst, dass es längerfristig auch Beziehungen ausbilden wird innerhalb deines Familiensystems, die sich gegenüber auch zugewandt sind und nicht so, mit dem mag ich es nicht und die Schwiegermutter oder der Schwiegervater oder der eigene Vater oder die eigene Mutter, dass du da wirklich in die Versöhnung gehen darfst, ja? Lebe dich selbst, heile dein inneres Kind. Und sei liebevoll, gütig und gnädig mit dir, insbesondere auch, wenn du siehst, dass es noch Anteile in dir gibt, die noch nicht so weit sind und dass du sehen und verstehen kannst, dass es eben da gegebenenfalls noch Heilung braucht. Also erkenne da auch das Potenzial um Heilung und dass du heilen darfst. Wow. Stapel 2. Alles ist möglich. Wow. Mein Leben ist vollkommen und verbunden mit der bedingungslosen Liebe der Schöpferquelle, wie die heilige geometrische Form der Lebensblume. Alles ist möglich. Das ist wirklich etwas, was wir uns in diesen Tagen, und das ist auch mir aufgefallen, uns wirklich öffnen dürfen dafür. Und es geht wirklich in der Essenz, in der Tiefe darum, sich zu öffnen. Und wirklich etwaige Vorurteile, selbstbegrenzende Anschauungsmuster, Anschauungsweisen zur Seite zu schieben und zu erkennen, dass wirklich alles möglich ist. Und dass man nicht klein denkt. Denke groß, denke für dich groß. Es gibt unglaublich viel Heilung für dich. Es ist unglaublich viel Frieden für dich da, der zu dir kommen möchte, tiefer Frieden, echter Frieden, der dich entspannen kann, der dich beruhigt, der dich stabilisiert, wo du alles loslassen kannst, was dich belastet und wo du Frieden im Herzen erfahren kannst. Das fühle ich hier ganz, ganz klar. Und du darfst und du wirst, wenn du dir das erlaubst, diese bedingungslose Liebe, und die Akzeptanz und die vollständige Akzeptanz deines Wesens wirklich und wahrhaftig spüren können. Du wirst fühlen können, wie du dich angenommen fühlst und du wirst fühlen können, wie Heilung zu jenen Anteilen in dir, an dir, die dich schwer machen oder was äußere Themen in deinem Leben anbelangt, wie sich dort Entspannung breit machen wird. Und deswegen ist es absolut wichtig, jetzt an dieser Stelle, und ich sage dir das wirklich mit aller Eindringlichkeit, weil auch ich an solche Themen herangeführt wurde, wo auch ich kurzfristig das Gefühl hatte, ich kann das nicht. Ja, das ist über meinen Kompetenzen, über meinen Fähigkeiten. Und da hat mir wirklich die geistige Welt nochmals ganz klar gesagt, du kannst das. Du machst das. Du musst einfach andere Lösungen noch suchen und tiefer gehen. Und das möchte ich dir gerne auch weiterleiten. Es ist wirklich alles möglich. Und es ist wirklich eine Frage von der richtigen Ausrichtung, von der Intensität, von deiner Konzentration und von deinem Fokus im Rahmen deiner Hingabe an dich selbst. Und die Hingabe an dich selbst ist das Größte, was du dir selbst geben kannst, weil du aufrichtig mit dir und mit deinen inneren Prozessen in Wahrhaftigkeit umgehst. Und das wiederum öffnet ein unglaubliches Feld von Heilung, wo wirklich alles möglich sein kann. Und deswegen ist es auch wichtig,
dass du aufhörst, ja, und das muss ich wirklich betonen, dass du aufhörst mit Sabotageprogrammen, mit Begrenzungen, die du dir selbst auferlegst, weil du sagst, ah, das hat jetzt nicht funktioniert oder das hat nicht geklappt, sondern es setzt wirklich auch Ausdauer ein wenig voraus, Hingabe, Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit mit dir, um da ganz in der Verbindlichkeit mit dir in die Tiefe zu gehen. Und ich sage dir, wenn du das machst, du wirst durchschlagend wirklich einen Erfolg erleben können. Ja, ich habe das schon oft erlebt in meinem Leben. Und ja, ich muss das jetzt auch gerade wieder erleben. Also es ist wirklich ganz, 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 ganz wichtig, obwohl ich selber nicht irgendwelche Notsituationen hatte, aber ich habe einfach gesehen und gemerkt, dass gerade im ersten Quartal ganz viele Kunden zu mir gekommen sind, die möchten eine Verbesserung in ihrem Leben haben, aber sie begrenzen sich mentaler Art. Sie können nicht darauf vertrauen, dass das, was ihnen an Heilung gegeben wird, auch wenn es vielleicht für sie im ersten Moment abstrakt scheint, weil es so jenseits dem ist, wie sie im Alltag leben. Sie sind vielleicht irgendwie, ich sage jetzt einfach ein Beispiel, ne? Das ist nicht ein Beispiel aus der Praxis, sondern einfach ein Beispiel jetzt, sind in ihrem realen Leben irgendwie Buchhalter und haben sonst mit dem allem nichts zu tun. Und dann geht so wie eine ganz andere Welt auf. Und wenn du dich dann nicht auf das einlässt, wenn du das nicht zulässt, dass sich das für dich realisieren kann, dann spar dir das Geld, dann spar dir sämtlichen Aufwand. Es geht also auch darum, dass du ganz erkennst, du musst dich darauf einlassen. Und du darfst dich darauf einlassen und du darfst vertrauen, dass das, was für dich geschehen mag, in welcher Form auch immer, dir tiefste, intensivste Heilung geben kann an jenen Stellen, wo du sie am meisten brauchst. Ja, also es ist wirklich, also ich spüre das richtig, deswegen spreche ich jetzt so eindringlich, ja. Es ist wirklich alles möglich und es ist auch deswegen alles möglich, weil es dich wirklich in ein Leben voller Harmonie führen kann. Und höre auf, dich selbst zu begrenzen. Höre auf, Vorurteile auszubilden, nur weil du es nicht besser weißt. Probiere es, erfahre es, erlebe es. Mache es 4, 5, 6, 7, 8 Mal, bis du es wirklich in der Tiefe deines Seins erfahren und verstanden hast. Und dann kannst du immer noch sagen, ist das deins oder ist das nicht deins? Ja? Aber nicht mit Vorurteilen hier irgendwo reingehen und sagen, ah, das ist sowieso nicht meins oder gewisse Dinge oder Themen oder Lebenssituationen oder was auch immer abwerten. Es begrenzt dich, es behindert dich und es behindert letztendlich auch dein Wachstum und deine Entwicklung. Ja? Also alles ist möglich und das ist etwas, was du dir mantramäßig aufsagen kannst und sollst, ja, dass hier wirklich die Energie geöffnet wird für tiefgreifende Heilung, Wachstum und Transformation für dich. Ja, schau hier, 13. Es ist ein Weg, es ist ein Weg, siehst du hier, das ist so wie eine Treppe. Es ist ein Weg der tiefen, tiefen, tiefen Heilung. Und ich sehe für dich, dass es auch ein Weg ist, der vielleicht möglicherweise dir auch ein wenig Angst bereitet. Das ist natürlich klar. Du hast es dir eingerichtet, komfortabel in der Komfortzone. Und das geht jetzt nicht mehr. Ja, das sehe ich auch ganz, ganz klar. Auch bei ganz vielen Menschen, das geht nicht mehr. Sogar wenn die Komfortzone schlecht ist, wenn die Komfortzone eine Sardinenbüchse ist, ja, die angerostet ist, überall noch so ein bisschen Fett dran klebt von den Sardinen und Rost. Du meinst, es wäre gut, aber das ist nicht so. Warum ist es nicht so? Weil dein Bewusstsein noch nicht so weit entwickelt ist, um zu verstehen können, dass außerhalb der Sardinenbüchse eine wunderschöne, warme, harmonische, paradiesische, weiche, dich willkommen heißende Welt auf dich wartet. Ja, aber da du ja nur die Sardinenbüchse kennst und möglicherweise noch Vorurteile hast, dass das, was außerhalb dieser Büchse sich befindet, gut sein könnte, blockierst und hemmst du dein eigenes Wachstum. Mach das nicht. Werde nicht zum Saboteur deines eigenen Lebens, nur weil du Angst hast, dass Veränderung gut sein könnte. Ja? Wichtig. Angst vor Veränderung sehe ich hier auch bei dir. Und gleichzeitig ist hier etwas, was du nicht umgehen kannst. Mit der
Karte hier sehe ich ganz klar, deine Seele will jetzt für dich definitiv die Veränderung einleiten und du wirst in eine neue Energie kommen, du wirst in eine neue Kraft kommen. Hier haben wir auch die 13, hier kommt nochmals die 13. Die 13 ist der Tod. Ja? Ich habe die 13 heute auch gezogen. Also du wirst zwangsläufig in eine neue Energie kommen. Und wenn die Dinge schlecht laufen in deinem Leben, dann hat es damit zu tun, dass man dir wieder mal so einen Schlag auf den Kopf gibt, damit du verstehst, dass du dich öffnen musst. Wirklich Büchse öffnen. Und das ist tiefgreifend für dich Heilung finden, dass du tiefgreifend für dich Heilung finden kannst und auch ins Wachstum gehen musst. Da gibt es jetzt wirklich keinen Weg mehr dran vorbei. Ganz klarer Fall. Ich muss das ganz intensiv dir mitteilen, denn das ist die Energie und die Botschaft hier hinter. Denn das, was anschließend kommen wird, und du gehst hier bereits schon auf das Tor der Transformation zu, ist eine unglaubliche Leichtigkeit, eine Wiedergeburt, eine Neuausgestaltung deines Lebens und du wirst alles loslassen, was dich jetzt beschwert. Das kann ich wirklich sehen. Es ist so Total Recall. Ja, also wirklich Tiefenupdate. Ja. Judgment. Die Karte hatten wir gestern auch im Wasserzeichen-Reading. Du magst dich vielleicht erinnern. Und da will alles gelöst werden. Es will alles befreit werden. Und es ist jetzt höchste Eisenbahn. Tut, damit du den Wake-up-Call hier hörst und dass du diese Leichen aus dem Keller wirklich befreist. Es geht um Befreiung, es geht um Erwachen und du musst erwachen. Du kommst hier nicht mehr dran vorbei. Und das ist die höchste Gnade, die du hier erfahren kannst, dass du erwachen darfst. Ja? Viele Menschen schlafen, viele Menschen haben geschlafen in der Komfortzone. Bis so mit Ende Jahr ging das noch. Jetzt geht das nicht mehr. Erwachen, erwachen, erwachen. This is your wake-up-call. Bitte nimm ihn an. Ja? Ganz wichtig. Ganz wichtig, ja. Hier jonglierst du noch ein bisschen, bist unsicher. Hier ist viel Energie. Ich habe jetzt ziemlich gedrückt. Ich könnte noch viel mehr drücken, ne? Aber das ist wichtig, dass du das weißt, dass du dich öffnest. Öffne dich, damit alles möglich ist, damit du alles bekommen kannst. Das ist einfach so. Du musst alles geben, damit du alles bekommen kannst. Das kommt nicht von ungefähr. Es kommt nicht von ungefähr. Öffne dich, damit du alles bekommen kannst. Es ist alles möglich und erlaube dir, dich zu transformieren. Es wird für dein Bestes sein. In diesem Sinne, alles Liebe, eine wunderschöne Portaltagszeit und bis bald.